Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die Look Fantastic Beauty Box hineinschauen aus dem Monat Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir in die Box zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe sie im Jahresabo, zahle monatlich zahle ich 15,50 Euro pro Box. Und ja, wir haben hier mindestens 5 Beauty-Produkte drin, die meistens etwas kleiner sind, weil sie etwas hochpreisiger von dem Produkt an sich sind. Look Fantastic hat auch einen eigenen Online-Shop und ich habe einen Code, den kannst du gerne anwenden. Damit sparst du ein bisschen was auf deine erste Box, beziehungsweise auch, ich glaube auch, wenn du im Online-Shop damit shoppen gehst, kannst du mal gerne ausprobieren. Habe ich alles in der Infobox verlinkt, da kannst du mal vorbeischauen. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir mal in dieses wunderschöne weinrote Schätzelein hinein, was tatsächlich auch sehr nach Oktober aussieht. Ne? Also sehr so nach Ahornblättern, die jetzt bald vom Baum fallen wollen und kurz davor sind runterzufallen. Kommt gelb vor rot? Ja, ne? Erst grün, dann gelb, dann rot. So, und dann fallen sie ab. Genau, und dann irgendwann braun, weil sie nicht mehr schön sind. Ich habe hier irgendwie, habe ich da selber drauf gepackt? Ich weiß nicht, ein Fettfleck. Okay, Give In To Temptation ist hier das Zitat. Give In To Temptation, okay. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, da habe ich gerade Nagel im Kopf, ne? Kann passieren. Dann habe ich, das ist auch das Motto der Box. Give In To Temptation. Gib rein für Sinnlichkeit? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt tatsächlich irgendwie an Sinnlichkeit gedacht, ne? Oder lass dich auf die Sinnlichkeit ein, weil die Frau sieht total sinnlich aus mit ihren Lippen und Wimpern und so, mit ihrem süßen Stupsnäschen. Okay, ja, Claudia, das ist cool bei dir, ne? Leading You to Temptation, da haben wir eine Editor's Note drin. Leider ist das mittlerweile alles immer auf Englisch. Es gab mal eine deutsche Variante, haben sie abgeschafft, ist schade, Schokolade. Positive Energy, Relax. Okay, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was hier dann quasi auch uns Sinnliches gegeben wird. Das sind auf jeden Fall mehrere Produkte aufgeführt. Wahrscheinlich haben wir dann von diesen 8 Produkten 5 hier drin oder so. Das müssen wir mal gucken. Dann sind hier auch Anwendungshinweise mit drin. Dann habe ich hier auch einen Hinweis, was quasi nächstes Mal mit drin ist. Ein Produkt von Avant. Viele Leute freuen sich. Manche Leute sagen, das ist der Primer. Den habe ich, glaube ich, auch schon da. Pro Perfecting Collagen Touch Eclat Primer mit 30 ml. Hat wahrscheinlich einen Wert von grob geschätzten 98 Euro, keine Ahnung, und Color Wow Dream Coat mit 50 ml, auch ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich jetzt just mal gerade in einem anderen Adventskalender drin hatte. Also die beiden Produkte sind safe drin, das heißt, wenn du die Box mit meinem Code abonnieren wollen solltest, hast du schon mal die beiden safe drin. Das ist schön, ne? Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ja, schauen wir mal. Ach so, und dann hast du halt immer... Ach so, entweder eins dieser 3 Produkte, das oder das. Okay, irgendwie so. Okay. Und wir haben hier immer einen QR-Code mit abgebildet, sodass man direkt zu der Full-Size kommt. Und was jetzt auch neu ist, die haben hier einen Wert eingeblendet, auch wenn dieser Wert in Pfund ist. Trotzdem finde ich das gut, muss ich sagen, weil das ist eine Änderung zum letzten Monat. Man muss auch mal positiv anmerken hier. Hier habe ich dann einmal die Box, wie sie aussieht. Das öffnen wir dann einfach mal. Klebi hat sich mal aufmachen lassen, ohne dass ich hier das halbe Seidenpapier zerrissen habe. Ist positiv. Das riecht irgendwie nach Knete. Okay, ich hoffe nicht, dass hier Knete drin ist. Meine Box ist auf jeden Fall sehr rosarot gestaltet. Sieht sehr hübsch aus tatsächlich. Das erste Produkt, was ich rausnehme, kann sein, dass es Menschen gibt, die das hart feiern. Ich feiere es leider gar nicht. Die Reihe liebe ich, aber das Produkt nicht. Rituals, The Ritual of Sakura Home Perfume, Rice Milk and Cherry Blossom 50 ml. Das ist halt dieses, ne, zu Hause rumsprühding. Ich weiß nicht, was Rituals da gemacht hat.
Ich liebe die Ritual of Sakura-Reihe. Ich mag super gerne diesen Kirschblütenduft und das riecht eigentlich total harmonisch, mega nach Spa. Also wenn ich so an die Bodycream denke oder an das, an den Duschschaum oder an das Duschpeeling oder so, oh, ein Traum. Und dann bringen die dieses Home-Perfume raus, was einfach riecht nach eingeschlafenen Füßen, sein Vater, und irgendwie total unangenehmer Kopfschmerzduft. Also ich mag den gar nicht. Das ist echt traurig und ich weiß gar nicht, warum der so stinkt. Und das haben ja auch tatsächlich schon viele kommentiert, wenn ich den mal in die Kamera gezeigt habe, in einem Flop-Video oder so und was dazu gesagt habe, dass denen das genauso geht, dass die halt total auf dieses Ritual of Sakura stehen, aber dieses Produkt, dass man da schreien vorwegläuft, kann ich vollkommen nachempfinden, ne? Das ist schade. Doch, tatsächlich. Also da hätte ich mir jetzt als Home-Perfume ein anderes eher gewünscht, was nicht so stinkt. Trotzdem, Rituals irgendwo in Boxen mit drin enthalten, da freut man sich eigentlich per se schon mal drüber, ne? So, dann habe ich hier was von Magnetone drin. Ich finde das immer sehr positiv, wenn wir hier wiederverwendbare Abschminkpads drin haben. Nicht nur, weil ich sie selber verwende, sondern weil das halt der Box auch irgendwie so einen ökologischeren Touch gibt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so mein Hintergedanke dabei. Removes Make-up with just water. Bei mir nicht, Leute. Also da brauche ich ein bisschen mehr. Ich verwende die aber super gerne, wenn ich mein Lippen-Make-up abnehme oder wenn ich sonst irgendwie unterwegs bin. Toner auftragen oder so zum Beispiel. Das Einzige, was mich... Oh, meckern kann die Frau, ne? Also wir haben ja auf jeden Fall zwei Pads drin, die sich super weich anfühlen. Ich hatte die tatsächlich schon mal da, deswegen wollte ich da noch ein bisschen was zu sagen. Denn mich nervt diese Naht tatsächlich. Die mag ich gar nicht leiden, weil ich die halt spüre, ne? Und deswegen, ja, werden die wahrscheinlich auch dann weiter wandern, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber an und für sich finde ich es klasse, dass wir hier wiederverwendbare Abschminkpads drin haben. Mecker, 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 mecker. Ich weiß, ich freue mich aber eigentlich total drüber, über so eine Box, ne? Weil du hast immer ein krasses, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier habe ich einen Make-up-Brush-Cleaner drin, IsoClean. Da kannst du einfach schnell deine Pinsel mit reinigen, 110 Milliliter. Denn nicht jeder hat Bock, seine Pinsel jeden Tag zu waschen. Und möchte einfach mal eben schnell so ein bisschen die Pinsel relativ grob sauber haben. Und da hilft sowas. Natürlich nicht bei einem Foundation-Pinsel oder so, aber das hilft dir definitiv bei Puderpinsel, bei Augen-Make-up-Pinseln und so weiter. Also das ist schon eine schnelle, schöne Lösung. Und wenn das halt auch noch vor allem etwas ist, was auch effizient ist, dann finde ich es gut. Weiß ich natürlich noch nicht, weil ich kenne das Produkt noch nicht. Aber wenn es funktioniert, dann ist es gut. Läuft. Das war eine tolle Aussage. Dann habe ich hier was von Corus mit drin und das hat, glaube ich, jeder mit dabei. Das ist die Night Brightening Sleeping Facial Vitamin C, Vitamin Super C Brighten and Plump Geschichte. Dürfte dann ein Serum sein, oder? 20 Milliliter sind hier drin. Kommt aus Griechenland. Corus ist auch eine recht hochpreisige Marke. Naturnah oder Naturkosmetik, das weiß ich gerade aus dem Stegreif nicht. Ja, und das wirkt dann über Nacht entsprechend. Und Vitamin C ist natürlich so aufhellend und ausgleichend, wenn du so Pickelmale hast oder wenn du, keine Ahnung, Altersflecken, was auch immer. Das soll das wohl ausgleichen. Ist doch schön, kann man sich nicht beschweren. Leute, wir haben hier vier Produkte habe ich euch schon gezeigt und zwei Produkte folgen noch, ne? Dieses Produkt hat auch jeder mit drin. We Are Paradox Moisture Conditioner, Après Shampooing, Arganöl, For Supreme Hydration 50 Milliliter, sowas mag ich gerne leiden. 90% Plastic Free, 99% Natural und es ist vegan und tierversuchsfrei. Und einen Conditioner kann ich persönlich auch immer ganz gut gebrauchen. Auch das ist eine schöne Größe. Vielleicht wandert das in die Kliniktasche, weil ich halt aktuell eben über die Kliniktasche nachdenke und dann muss ich das einfach mal zu Hause ausprobieren. Ich liebe Arganöl, also oder meine Haare vielmehr, ne, weil das sehr, sehr pflegend ist. Das ist cool. So eine Tube ist auch sehr spannend. Das ist einfach mal was anderes. Ich finde es cool. So, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Und ich glaube auch, dass das jeder drin hat, weil hier stehen halt so Anwendungstipps und so drin. Genauso wie Magnetone, dass jeder auch diesen Luvia Highlighter mit dabei hat. Glaube ich schon. Ach, guck mal, alternativ zu meinem Rituals Spray hätte ich eine Kerze von Ritual of Sakura drin haben können. Die mag ich, glaube ich, ein bisschen lieber. Und bei dem IsoClean Pinselreiniger hätte ich auch einen IsoClean Make-up Sponge Reiniger haben können.
Da hätte ich, glaube ich, lieber den Make-up-Sponge-Reiniger gehabt. Ja, Claudinchen, sei einfach mal nicht damit zufrieden, was du bekommst. Ne? So, hier ist der Highlighter von Lovia. Ich habe den jetzt hier in der Farbe, keine Ahnung, 1,6 Gramm, cruelty-free, vegan. Und das ist so ein Mono-Ding oder so ein Produkt, was man sich halt irgendwo in die so eine Magnetpalette mit reinmachen kann, ne? Weil der, glaube ich, sonst nicht irgendwo verankert ist. Übrigens, Leute, wusstet ihr, dass Love die Luken schließt? Das ist traurig. Das kann ich nicht anders sagen. Das ist echt krass. Also, ja, Love Cosmetics hat angekündigt, dass die nicht mehr existieren werden. Ich finde sowas so traurig, aber das ist der nächste Corona-Fall, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes Fall. Ach, witzig. Okay, hier ist halt Plastik so drum. Okay, also für mich persönlich wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel. Und ich habe ja von Lovia die Highlighter in Kooperation mit Maxim. Das heißt, der hier wird weiter wandern. Den werde ich nicht selber verwenden. Aber ich finde es schön, dass wir sowas hier mit drin haben, ne? Ja, auch wenn ich nicht so Fan von der Verpackung bin und immer irgendwie was zu nörgeln habe, ganz offensichtlich. Heute ist so ein Nörgeltag. Wer mir auf Instagram folgt, wird auch mitbekommen haben, dass heute vielleicht nicht so mein liebster Tag war, dass alles ein bisschen verrückt war, 13. Oktober, es war alles heute ein bisschen, aber naja. So, wir haben auf jeden Fall dekorative Kosmetik mit dabei, was ich persönlich ja immer sehr positiv finde. So, und das hier wäre jetzt auch das letzte Produkt aus der Oktoberbox gewesen und wenn ich mir jetzt so angucke, was vor mir steht, haben wir eigentlich eine Box, die mal so ein bisschen anders ist, Leute. Denn wir haben hier nicht so diese klassische von Kopf bis Fuß Pflegegeschichte, sondern wir haben hier einen Pinselreiniger mit dabei, wir haben Abschminkpads dabei, wir haben ein Raumparfüm mit dabei und ein Highlighter. Also so, ne, das ist halt alles nicht so dieses, haben wir schon in 5 Boxen vorher drin gehabt, Gedönsen, sondern definitiv was anderes. Und deswegen finde ich persönlich diese Box sehr schön befüllt, auch wenn ich persönlich mit den Produkten jetzt gerade nicht so super viel anfangen kann. Bin ich ehrlich. Ich versuche ja auch die Boxen einerseits so für mich zu bewerten und andererseits halt auch für allgemein zu bewerten. Und allgemein gesprochen würde ich sagen, ist die Box gut gefüllt. Für mich persönlich ist die Box jetzt eher nicht so. Ne? Jo. Gumm, 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 gumm. Und das wäre es jetzt auch schon gewesen. Jo. Bedauerns. Wenn dir das Video gefallen hat, ach so. Schreib mir aber erstmal in die Kommentare rein, wie du die Box selber fandest. Das wäre mal ganz cool. Denn nicht, dass ich jetzt irgendwie meine Meinung irgendwem aufdrücke und sage, dass alle die Box bestimmt toll finden. Weißt du Bescheid, ne? Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!